Das Gesicht im Mond. Wer ging nicht schon in stillen Nächten nach Hause und fühlte den Blick aufwärts gezogen von der sanft glänzenden Kugel, die zwischen den Tälern und Bergen riesenhafter Wolken ruhig dahinsegelte? Wer schaute nicht wohl lange Zeit anhaltend empor zu jenem Weltkörper, den wir Mond nennen? Und fühlte, wie seine weißen Strahlen sich so langsam ins Herz schleichen und selbst in traurigen Stunden das wilde Wogen und Drängen in der bewegten Brust besänftigen. Und wenn man so halb träumend, halb wachend hinaufsieht, so erblickt man in der hellen Scheibe kleine Flecken, aus denen sich mit einiger Fantasie ein Gesicht zusammensetzen lässt. Man sieht deutlich zwei dunkle Stellen für die Augen, eine Nase, die aber etwas nach der linken Seite gezogen ist, und einen Mund, der sich nach rechts neigt, und dem fabelhaften Kopfe dort oben ein verzerrtes und schmerzliches Ansehen gibt. Wenn wir über jenes Mondgesicht unsere gelehrten Bücher befragen, so sagen diese uns freilich, dass dort oben solle kein Gesicht vorstellen, sondern es sei der Mond ein Körper wie unsere Erde. Ja, er habe sogar noch gewaltigere Felsen und Schluchten als sie, und namentlich die Täler seien zum Teil so tief, dass sie das Licht der Sonne nicht erhellen könnte. Deshalb blieben sie etwa wie ein Brunnen stets dunkel. Allein wer klug ist, glaubt diesen Büchern nicht, dass dort oben in dem Monde nichts Natürliches, keine Schluchten sind, davon kann sich ja jeder durch sein eigenes Anschauen überzeugen. Das wissen aber auch jene Herren und ebenso die Ursache, wie jenes Gesicht da hinaufkam. Nur haben sie unter uns gesagt, sich einmal vorgenommen, alles auf natürliche Weise zu erklären, weshalb sie die Wahrheit, die in der Tat unnatürlich klingt, verbergen, um uns etwas weiszumachen. Wie aber jenes Gesicht wirklich in den Mond kam, das will ich hier erzählen. Doch bitte ich mir vorher aus, das strengste Stillschweigen darüber zu beobachten, da mein Großvater mir die Geschichte unter dem Siegel der Verschwiegenheit erzählt hat. Ganz wie er sie unter gleichen Bedingungen von einer Tante gehört hatte, welche sie aus einer Kaffeegesellschaft mit nach Hause brachte. Und zwar aus einer Kaffeegesellschaft, bei der nur Geheimnisse verhandelt wurden. An einem schönen Abend gingen zwei Leute zusammen aus einem Wirtshause, von denen der eine seines Zeichens ein Schneider und der andere ein Handschuhmacher war. Für Leser, die sich gern über Zeit und Verhältnisse genau unterrichten, füge ich bei, dass es vermutlich ein Winterabend war, denn die beiden hatten stark eingeheizt. Es war zwar schon spät in der Nacht, allein der Mond, der hoch am Himmel stand, beleuchtete die Straßen so ziemlich. Da er den Schatten der einen Häuserreihe auf den weißen Schnee warf, so sah dieser durch die zackigen Dächer eine Reihe kolossaler Spitzzähne nicht unähnlich. Die beiden Zechbrüder waren die letzten im Wirtshause gewesen. Denn als sie es verlassen hatten, wurden von innen der Riegel vorgeschoben und die Lichter in der Gaststube wurden ausgelöscht. Bis auf eins, das sich alsbald in den zweiten, von da in den dritten und vierten Stock bewegte.
Und nachdem es noch eine kurze Zeit in einem Dachstübchen gebrannt und dort wahrscheinlich dem Schenkbuben zur Ruhe geleuchtet hatte, erlosch. Jetzt waren die beiden allein auf der Straße und zogen ihres Weges, gewiss in der festen Absicht, sobald es sich tun ließ, ihre Häuser zu finden. Beide waren aber wahrscheinlich nicht recht mit sich einig, nach welcher Seite sie sich zu wenden hatten, denn sie drehten sich einige Male im Kreise herum, wobei der Schneider als der leichtere den größeren Bogen beschrieb. Alsdann schossen sie wie ein paar angebrannte Schwärmer von einer Seite der Straße zur anderen, bis sie endlich keine 100 Schritte von der Kneipe, die sie verlassen hatten, an einem Häuservorsprung hängen geblieben waren, um den herum sie trotz aller Anstrengung nicht segeln konnten. Da sich in diesem Häuservorsprung eine passende Tür fand, breit genug, um ihre zarten Schultern dran zu lehnen, so taten sie dergleichen. Der Schneider heftete seine Augen wohl eine gute Viertelstunde lang vor sich auf die Erde und machte oft einen vergeblichen Versuch, an den Himmel hinaufzusehen, aber es waren ihm die Augenlider zu schwer. Endlich, nach vielen Bemühungen, gelang es ihm, den Blick an das gegenüberliegende Haus zu heften. Dort fand er einen Anhaltspunkt, um sein Auge Stockwerk für Stockwerk hinaufklettern zu lassen, bis zu dem Schornstein, wo er mit einem lauten Ausruf der Verwunderung den Mond erblickte, der aus dem schwarzen Kamin emporzusteigen schien. Der Handschuhmacher, weniger berauscht und weniger gefühlt selig als der Schneider, machte mit seinem Blick eine umgekehrte Bewegung. Denn nachdem er eine Zeit lang in den Mond gestarrt, begann er laut zu gähnen, mit einem hohen Tone abwärts, und seine Blicke folgten den Tönen, so dass sie im Augenblicke, wo er den Munde schloss, auf seine dürren Beine fielen, die er weit von sich abgestreckt hatte. So stand das edle Paar eine Zeit lang da, ohne ein Wort zu sprechen. Und weil sich durch die kühle Nachtluft ihre Gedanken noch mehr verwirrten, so glaubten am Ende beide, sie seien nicht mehr auf der Straße, sondern zu Hause, und ließen sich auf den Schnee nieder, um sich so bequem als möglich zum Schlafen anzuschicken. Der Schneider, der sich auf das linke Ohr legte, begann erst leise, dann immer lauter zu seufzen und sprach vor sich hin: »Ach, was bin ich doch für ein erbärmlicher, schlechter Kerl. Saufe da Nacht für Nacht, bis ich nicht mehr auf meinen Beinen stehen kann. Und wenn ich dann am Morgen immer Katzenjammer habe und nicht verdiene, so bestehle ich meine Kunden, um von den entwendeten Tuch wieder Geld zum Zechen zu haben. Ich jammervoller, erbärmlicher Kerl. Und an allem dem ist der Handschuhmacher schuld. Der hat mich verführt.« Der Handschuhmacher, der sich auf das rechte Ohr gelegt hatte, hörte sich gerade nicht schmeichelhaft von dem Schneider nennen. Allein da er glaubte, er träume ihm bloß, so lachte er laut auf und freute sich darüber. »Haha«, rief er laut, »jetzt liegt der armselige Schneider wieder auf seinem Strohsack und schimpft über mich, der Lump, und greint, dass ich ihn verführt hätte. Aber ich will ihn noch besser herunterbringen. Gestern habe ich wieder ein prächtiges Stück Tuch bei ihm gesehen. Das wollen wir morgen Abend schon durch die Gurgel jagen. Ha, der dumme Schneider!« Jetzt geriet der Schneider, der diese Worte wohl hörte und seinerseits glaubte, er träume, wie sich der Handschuhmacher über ihn lustig mache, in eine heftige Wut und fing an, auf einen dicken Stein zu schlagen, der neben ihm lag, indem er beständig ausrief: »Du schlechter Kerl! Du Handschuhmacher, du Schlechter! Hast mich um meinen Kredit und meinen ehrlichen Namen betrogen, hast auf meinen Namen Geld geborgt und willst mich obendrein noch auslachen, du niederträchtiger Kerl!« Der auf diese Art Angeredete wurde durch die Wut des Schneiders nur noch lustiger und lachte in einem fort. »Ha, ha, ha!« schrie er. »So träum ich von dir, Bruder Schneider? Ah, willst schon glauben, dass du zuweilen Lust hättest, wieder ein ehrlicher Kerl zu werden.
Aber das soll dir nicht gelingen, du sauberer Zeisig. So habe ich dich in meiner Hand und so will ich dich auch festhalten.« Mit diesen letzten Worten griff er nach der anderen Seite und fasste den Haarschopf des Schneiders, den er in seiner höllischen Freude tüchtig zusammenschüttelte. Als der andere den rauen Griff seines Kumpans fühlte, glaubte er plötzlich, der Teufel habe ihn für sein ruchloses Leben gefasst und wolle ihn stracks mit in die Hölle nehmen. Er wehrte sich gegen diese vermeintliche Niederfahrt mit aller Kraft der Verzweiflung, fasste seinem Freund Handschuhmacher ins Gesicht und beide balgten sich auf eine ergötzliche Art auf der Straße im Schnee herum, so dass bald der eine, bald der andere oben zu liegen kam. Dabei war es merkwürdig, dass so oft bei diesen Umwälzungen das Gesicht des Handschuhmachers in Berührung mit dem Schnee kam, dieser zu zischen anfing, als würde er von einem heißen Ofen geworfen. Was aber auch das rote, glühende Aussehen dieses Gesichts sowie die Hitze, die es ausstrahlte, betraf, glich es vollkommen einem gut geheizten Ofen, der hier und da Sprünge und Risse hat, aus denen das Feuer mit verdoppelter Wut herauszubrechen scheint. Es war dem Handschuhmacher schon oft geschehen, dass er in der Dämmerung nach Hause gehend von einer Schar mutwilliger Buben verfolgt wurde, die ihm den Spitznamen »Sauf aus Feuermann« nachriefen. Wie lange sich die edle Zechgenossenschaft auf der Straße herumbalgte, ist wohl nicht zu bestimmen. Plötzlich aber fühlten sie sich von etwas berührt, das ihnen einen zuckenden, brennenden Schmerz verursachte. Der Handschuhmacher, als der Nüchternste, riss zuerst seine Augen auf, die er in der Hitze des Gefechts geschlossen, und sah mit großer Verwunderung ein altes Weib vor sich stehen, das so erschrecklich hässlich war, wie er in seinem Leben nichts Ähnliches erblickt hatte. Die Alte war nicht nach Art der gewöhnlichen Hexen bucklig und klein, hatte kein langes, wackelndes Kinn und ebenso wenig Triefaugen, die bei aller Hässlichkeit doch etwas Gutmütiges haben. Nein, das Weib, welches die beiden Zechbrüder durch Anrühren mit einem sehr spitzen Stock auf eine so schmerzhafte Art erweckt hatte, war groß und von einer unbeschreiblichen Magerkeit. Man hätte glauben können, die paar alten Lumpen, die sie bedeckten, seien um einen Besenstiel herumgewickelt, denn genau diese Form hatte der Körper der alten Hexe. Das bleiche, runzlige Gesicht, das auf dieser Gestalt thronte, war mit roten Haaren bedeckt, die aber so kurz und quer unter einer weißen Haube hervorsahen, als habe sie der Wind zufällig dort hinaufgeweht. Sie trug außer dem erwähnten Stock eine kleine Laterne in der Hand, deren Licht auf die beiden Kämpfenden fiel. Als der Schneider nun merkte, dass die Schlägerei endlich aufgehört hatte, mochte er noch immer glauben, er habe sich mit einem bösen Geist gebeugt, denn er öffnete jetzt schwerfällig die Augen, wahrscheinlich um zu sehen, in welchem Teil der Hölle er sich denn eigentlich befände. Da der Anblick des alten Weibes, das grinsend vor ihm stand, eben auch nicht geeignet war, in diesen Irrtum zu entreißen, so fing er aufs Neue an zu jammern über sein verlorenes Leben, wobei er, wie schon früher, den Handschuhmacher anklagte, dass er allein ihn zu diesem Üblen verführte. Dieser hatte endlich seine fünf Sinne wieder so weit zurechtgesetzt, um die Alte stammelnd zu fragen, wo sie herkomme, wer sie sei und was sie wolle. Auf diese Fragen riss die Hexe ihren zahnlosen Mund laut lachend so weit auf, dass es aussah, als sei ihr Gesicht von einem Ohr bis zum anderen gespalten, und sagte mit heiserer Stimme: »Oh, oh, mein Söhnchen, du fragst mich, wo ich herkomme? Ich bin eine arme alte Frau, die hier gerade vorbeikam und euch hier im Schnee liegen sah. Da tat es mir leid, dass so schmuckes junges Blut in der Kälte umkommen soll,
Und da habe ich euch denn geweckt, um euch nach Haus zu bringen. Nach Haus, wo ihr hingehört. Na, steht nur auf, ihr Söhnlein. Steht nur auf. War es der stechende Blick der Alten oder die Berührung mit ihrem Stock? Genug, die beiden erhoben sich nach einigen vergeblichen Versuchen und wussten wahrscheinlich infolge ihres körperlichen Zustands nicht, was sie aus dieser Anrede zu machen hätten. »Ja, ja«, fuhr die Alte lachend fort, »ihr seid so ein paar hübsche, schmucke Burschen, so lustig und munter und habt immer so schöne, dumme Streiche gemacht, dass ich mich schon lange für euch interessiert habe. Du«, sagte sie zum Handschuhmacher, »hast ein schönes, rotes Gesicht, das so leuchtet und glüht, dass du bequem das Holz für den Winter ersparen kannst. Und da der Schneider, der hat schon so viel Lappen in die Hölle fallen lassen, dass sich die Teufel unten ordentlich auf den Augenblick freuen, wo sie seine Bekanntschaft machen werden. Na, kommt nur mit, solche Leute hab ich gern. Doch da ich sehe, dass ihr ganz eingefroren seid, so wollen wir erst ein Schlückchen zusammen nehmen, das uns recht warm machen und gut tun soll.« Bei diesen Worten zog die Alte eine kleine Flasche unter ihren Lumpen hervor und hielt sie gegen den Mond, um den beiden zu zeigen, dass der flüssige Inhalt recht glitzerte und so klar sei wie der schönste Franzbranntwein. So feindlich die beiden noch einige Augenblicke vorher gegeneinander gesinnt waren, so kam ihnen doch jetzt das alte Weib so unheimlich vor, dass sie näher zusammenrückten, um einer am anderen Schutz zu suchen. Die Alte hatte dem Schneider die Flasche in die Hand gedrückt und bat ihn mit den besten Worten, doch ein Schlückchen daraus zu nehmen. Und der arme Geselle, der in seiner Angst nicht wusste, was er machen sollte, setzte die Flasche an den Mund und tat einen guten Zug. Als das der Handschuhmacher sah, begann er die Lippen abzulecken und spürte plötzlich auf das viele Bier und den Branntwein, den er heute Abend getrunken, einen solchen Nachdurst, dass er dem Schneider die Flasche aus der Hand riss und sie hastig leerte, worüber die Alte in ein lautes Gelächter ausbrach und ihre beiden Söhnlein ermahnte, jetzt rasch mit nach Hause zu gehen. Sie hinkte an ihrem Stocke voraus, und die beiden folgten ihr, wie von einer unsichtbaren Gewalt getrieben. War es ihnen schon früher sonderbar zumute gewesen und hatte sich einer über den anderen gewundert, dass er nicht gerade gehen konnte, sondern bei jedem Schritt die Füße mehr zur Seite setzte, als nötig gewesen wäre, so fingen sie jetzt erst recht an, sich mit misstrauischen Blicken zu betrachten. Es wollte dem Handschuhmacher sonderbar bedünken, dass der Schneider, anstatt wie ein ordentlicher, wenn auch etwas betrunkener Mensch, auf seinen beiden Füßen zu gehen, sich mit einem Mal auf die Hände niederließ und auf allen Vieren zugleich über den Schnee hinsprang. Eine merkwürdige Entdeckung, die aber auch der Schneider seinerseits an seinem Kameraden machte. Denn auch dieser hatte sich auf die Hände niedergelassen und machte die sonderbarsten Luftsprünge und Grimassen. Und das nur, wie er sich einbildete, aus Freude über das tolle Benehmen des Schneiders. Dieser konnte sich nun gleichfalls nicht enthalten, über die Kapriolen des anderen zu lachen, doch fand er bald schon zu seiner großen Verwunderung und Bestürzung, dass dieses Lachen ganz sonderbar klang. Zuerst glaubte er, er sei von dem kalten Nachtlager heiser geworden und räusperte sich und hustete, so dass der Handschuhmacher, aufmerksam geworden, plötzlich stehen blieb, um seinen Freund zu fragen, was ihm denn eigentlich fehle. Die Frage verstand dann auch der Schneider wohl, hätte aber darauf schwören können, dass das, was ihm sein Freund gesagt, wie das Miauen einer Katze klänge. Indessen hatten sie in diesem Augenblick zu vieler Überlegung keine Zeit mehr, denn sie befanden sich jetzt mit der Alten in einem ihnen ganz unbekannten Stadtteil vor einem kleinen Häuschen,
das die Hexe aufschloss und in das sie ihr folgten. Darauf schloss die Alte hinter ihnen wieder sorgfältig die Tür ab, führte sie in ein kleines Zimmer, dessen ganze Einrichtung bloß in einem Strohsack bestand, der auf der Erde lag, und entfernte sich alsdann. Von der durchschwärmten Nacht ermüdet fühlten sich die beiden in dem warmen Gemach ganz behaglich, kugelten sich auf dem Strohsack zusammen und nachdem sich noch einer über den anderen gewundert, dass jeder wie eine Katze schnurrte und knurrte, entschliefen sie. Doch wer beschreibt den Schrecken der beiden Gesellen, als sie am Morgen erwachten? Anfänglich glaubte jeder, er habe durch einen sonderbaren Zufall sein Lager neben einer Katze aufgeschlagen. Und jeder machte den Versuch, das zudringliche Tier fortzujagen. Aber als ihnen allmählich die Erlebnisse der vergangenen Nacht klar wurden, als sie sich gegenseitig der Stunde erinnerten, wo sie aus dem Wirtshause gegangen waren, als sie an den Streit, den sie zusammen gehabt, und an das alte Weib dachten, das ihnen etwas zu trinken gegeben, da wurde es ihnen plötzlich klar, dass sie einer Zauberin in die Hände gefallen waren, die sie durch jenen Trunk in ein paar Katzen verwandelt hatte. Man kann sich leicht denken, wie schrecklich eine solche Entdeckung für sie war. Beide fielen sich laut weinend in die Vorderpfoten und versicherten sich unter dem kläglichsten Miauen, dass nach einer durchschwärmten Nacht dies der schrecklichste und echteste Katzenjammer sei, den sie je gehabt hätten. So über ihr Schicksal klagend bemerkten sie nicht, dass die alte Hexe die Tür geöffnet hatte und neben ihnen stand. Erst als sie heiser lachend zu ihnen sprach, »Hei, hei, guten Morgen, meine lieben Kinder, wie geht's euch? Habt ihr gut geschlafen?« fuhren sie aus der Umarmung auf, um aus der Verzweiflung in den heftigsten Zorn überzugehen. Besonders der Handschuhmacher, dessen Natur zorniger und rachsüchtiger war als die des Schneiders, wusste sich nicht zu fassen. Er hob sich auf seine Hinterpfoten und sprang mit lauten Miauen der Alten nach dem Gesicht. Doch diese hatte sich auf eine solche Begrüßung gefasst gemacht und schlug dem Kater Handschuhmacher mit einem Stocke dergestalt auf die Nase, dass er sich einige Male überschlug und zu den Füßen des ehemaligen Schneiders hinrollte, der bei seiner gutmütigen Natur nichts tun konnte, als sein Schicksal in den grellsten Tönen, die man je von einem Kater gehört hat, zu bejammern. Die Alte schien indessen über den Angriff, den sie soeben erlitten hatten, nicht entrüstet zu sein. Vielmehr erhob sie lächelnd den Zeigefinger und drohte leichthin dem Handschuhmacher, wie man es mit einem unartigen Kinde tut. »Ei, ei«, sagte sie, »wie undankbar, wie undankbar! Wärt ihr nicht in der Nacht erfroren, wenn ich euch nicht geweckt und mit einem guten Schlückchen bewirtet hätte, das euch erwärmt und so schön bekleidet habt? Ihr habt ja beide statt eurer früheren abgetragenen Kleider einen Pelz, so dicht und glatt, wie man ihn nur wünschen kann. Denkt doch ein wenig nach, was wärt ihr ohne mich? Euer Stündchen hätte mit der heutigen Nacht ein Ende gehabt. Ihr wäret erfroren und läget jetzt starr und steif da. Und eure Seelen, dass die mit der Last von Sünden, die sie zu tragen haben, nicht aufwärts geflogen wären, sondern abwärts zur Hölle, könnt ihr euch wohl denken. Ich hab euch also gerettet. Und es wird euch doch lieber sein, noch vorderhand einige Zeit in Gottes frischer Luft und in so artigen Pelze zu leben, als tot und kalt zu sein und in die Erde gesteckt zu werden. Ihr wisst ja selbst am besten, welch ruchloses, lasterhaftes Leben ihr geführt habt. Da war keine Gnade mehr für euch zu erwarten.
Die beiden Verwandelten hörten der Alten knurrend und murrend zu. Und als sie ihn so eindringlich von dem Erfrieren und der Hölle vorsprach, überlief beide ein kleines Frösteln. Besonders dem Schneider, den der Handschuhmacher eigentlich verführt hatte und der von Natur so ein gar böser Mensch nicht war. »Seht, meine Söhnchen«, fuhr die Hexe fort, »ich habe mich schon oft solcher verlorenen Kindlein angenommen und habe sie in dem Augenblicke gerettet, wo ich wusste, dass der Teufel seine Kralle nach ihnen ausstreckte. Einige Male haben sie sich auch gebessert, um später, nachdem sie bei mir Buße getan, wieder ein glückliches und wohlgefälliges Leben zu führen. Aber ihr beide, ja, ihr beide habt leider euer ganzes Leben lang nichts getan als gesündigt. Deshalb möchte es euch schwer fallen, dereinst Vergebung zu erlangen. Du«, sie wandte sich zum Schneider, »als der Verführte kannst noch eher auf Gnade hoffen. Dagegen, wenn sich dort der Handschuhmacher auch in der Tat bessert, so bleibt sein Gesicht von seinem früheren Leben doch so gezeichnet, dass, wenn er an die Himmelstüre kommt, der Pförtner ihn nicht einlassen wird, weil er glauben muss, er sei brennend der Hölle entsprungen. Da ich um euch besorgt bin, so habe ich noch in der vergangenen Nacht in meinem wunderbaren Spiegel geschaut und mit Leidwesen gesehen, wie schwer es euch fallen wird, für eure begangenen Fehler und Sünden Vergebung zu finden. Darum lasst es euch in meinem Dienst nicht sauer werden. Seid fleißig und gehorsam, und wer weiß dann, ob die Zeit, die ihr hier bei mir verlebt, euch nicht später anstatt einer großen Buße angerechnet wird.« Nach dieser Rede und der Öffnung der Hexe über ihr künftiges Schicksal kann man sich leicht denken, dass die beiden sehr niedergeschlagen und traurig waren. Und doch gestand sich jeder im Geheimen, dass es immer noch besser sei, wenn auch nur als Katze zu leben, als tot und auf ewig zur Hölle verwiesen zu sein. Unter Tränen umarmten sie sich nochmals und gelobten einander, das Schwierigste zu tun, um aus diesem kläglichen Zustande bald erlöst zu werden und auf Vergebung ihrer Sünden rechnen zu können. Jetzt wies ihnen die Alte ihre Geschäfte an, die hauptsächlich darin bestanden, dass sie nach Art aller Katzen Mäuse zu fangen hatten. Aber es durften nur Weiße sein, die sie ganz unversehrt der Alten bringen mussten. Diese zog dann den Mäusen die Felle ab, worauf sie der Handschuhmacher zubereiten musste, um in Gemeinschaft mit dem Schneider Handschuhe und alle nur möglichen Sachen daraus zu fertigen. Anfänglich war es den beiden hart, dass sie bei dieser angestrengten und mühsamen Arbeit nichts als Wasser zu trinken bekamen, und beide wollten vor Ekel vergehen, dass ihnen die Alte nichts zu essen gab als abgezogene Körper der Mäuse. Denn wenn auch die beiden Gesellen der äußeren Gestalt nach ganz in Katzen verwandelt waren, so wussten sie doch noch so viel von ihrem früheren Leben, dass sie sich wohl erinnerten, wie ihnen eine andere Art von Speisen besser behagt hätte. So lebten sie lange Zeit bei der Alten und gewöhnten sich nach und nach an das Schreckliche ihrer Lage. Zuerst hatte es ihnen manche Träne gekostet, wenn sie am Abend ausgehen durften und zufällig in die Nähe ihrer alten Bekannten kamen, die gar zu schlimm von ihnen sprachen. »Ja«, hieß es alsdann, »der Schneider und der Handschuhmacher, Gott vergebe ihnen, das waren ein paar liederliche Gesellen. Der Teufel hat sie geholt und sie sind spurlos verschwunden.« Auf solche Reden hatte der eine oder der andere der beiden wohl versucht, sich zu erkennen zu geben, aber umsonst. Sie konnten sich in der Sprache der Menschen nicht mehr verständlich machen und mussten zu ihrem größten Leidwesen sehen, dass ihre noch so zierliche, gestellten Reden in den Ohren ihrer alten Bekannten doch nur wie hässliche Katzenmusik klangen. Denn diese griffen bei solchen Lamentationen nicht selten nach einem Stock oder Stein, um ihre ehemaligen Zechgenossen auf eine recht unangenehme Art zu verjagen. Kam
kamen alsdann die beiden Kater hinkend oder gar blutend zur Alten zurück. So wurden sie noch obendrein von ihr ausgelacht und erhielten den Bescheid, alle solche Widerwärtigkeiten als Buße für ihre Sünden hinzunehmen. So vergingen den beiden 7 volle Jahre, die sie als Katzen verlebten. Und während dieser Zeit hatte sich viel in ihren Gesinnungen und Neigungen verändert. Sie sahen jetzt wohl ein, welch ein lasterhaftes Leben sie geführt hatten, und erkannten auch zu ihrer großen Betrübnis, dass sie wohl nimmer imstande seien, es wieder gut zu machen. Als nun diese 7 Jahre bis auf die letzte Stunde abgelaufen waren, es war wieder gerade ein Morgen, wo draußen Schnee lag, wie der erste, an dem sie sich als Katzen auf den Strohsack gefunden hatten, da erwachten sie ebenso wie damals wieder, um an ihr Tagewerk zu gehen. Da öffnete sich die Tür und die Alte trat herein. Das war nun weiter nichts Ungewöhnliches, nur verwunderten sich die beiden, dass sie statt einer Schale mit Wasser ein kleines Fläschchen unter dem Arm trug, das mit einer Flüssigkeit angefüllt war, ähnlich der, die sie vor 7 Jahren in der unglücklichen Nacht geschluckt hatten. »Guten Morgen, meine Kinder«, sagte die Alte. »Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen und seid fröhlich erwacht. Ihr werdet aber auch noch fröhlicher und munterer werden, wenn ich euch sage, dass heute eure Zeit um ist und ich euch aus meinen Diensten entlassen will. Jetzt hört mich an und hört genau auf meine Worte. Ihr habt 7 Jahre bei mir verbracht in Koma, Mühseligkeiten und Elend. Und mein Spiegel sagte mir in vergangener Nacht, dass diese 7 Jahre hinreichend wären, um euer vergangenes böses Leben abzubüßen. Doch sagte mir der Spiegel ebenfalls, dass ihr von heute an nur noch 7 Tage zu leben habt, wenn es euch während dieser Zeit nicht gelingt, einen Trunk aus jener Quelle zu tun, aus der das Wasser des Lebens quillt. Um aber diese Quelle zu finden, müsst ihr von heute an 5 Tage in einem Fort gen Osten wandern. Alsdann kommt ihr an einen Wald und in dessen Mitte ein frommer Mann wohnt, der jene Quelle hütet. Ihm erzählt euer vergangenes Leben. Erzählt ihm von den 7 Jahren, die ihr als Buße bei mir zugebracht habt, und es hängt dann von seinem Ermessen ab, ob er euch würdig findet, einen Trunk aus jener Quelle zu tun. Nach diesen letzten Worten nahm die Alte das Fläschchen in die Hand und besprengte die beiden mit der Flüssigkeit, die sie enthielt. Da richteten sich die Katzen in die Höhe, streckten sich lang aus und waren in wenigen Augenblicken wieder Menschen, wie sie vor 7 Jahren gewesen waren. Sie umarmten sich weinend vor Freude und dankten der Alten, dass sie sich ihrer angenommen und sie vor dem zeitlichen und ewigen Verderben gerettet hätte. Die Hexe aber besprengte nun noch die Wände und sich selbst. Und wer beschreibt das Erstaunen der beiden, als sie sahen, wie sich das ärmliche Gemach plötzlich von einem rosenroten Duft füllte, in dem ihre bisherige Wirtin in die schönste Fee verwandelt, langsam verschwand. Die beiden Gesellen fielen auf ihre Knie nieder, und als sie sich etwas von ihrem Erstaunen erholt hatten, erinnerte sich der Schneider, dass ihm einst seine Mutter erzählt hatte, just so wie die Erscheinung, die eben verschwunden, sähen die Schutzgeister der Menschen aus, die selbst die Schlechtesten hier auf der Erde unsichtbar umherschwebten und zu ihrer Rettung herbeieilten, wo es möglich sei. Durch diesen Gedanken wunderbar gestärkt, erhoben sich die beiden, eilten zur Stadt hinaus und wanderten rastlos gen Osten fort. 5 Tage und 5 Nächte waren sie unaufhaltsam fortgegangen, selbst ohne sich Zeit zum Schlafen zu nehmen. Ihre einzige Speise bestand aus 3 wenigen Schlehen, die der Schnee noch an den Sträuchern gelassen, und aus Wasser, das sie mit der hohlen Hand aus den Bächen schöpften.
Nach diesen Mühseligkeiten waren sie nicht wenig erfreut, am fünften Abend den Wald zu erblicken, wo der fromme Mann die Quelle mit dem Lebenswasser hütete. Sie traten hinein, und als sie unter den Bäumen fortwandelten, wunderten sie sich sehr, dass hier alles im frischesten Grün des Frühlings prangte, während außerhalb des Waldes der Winter mit Schnee und Eis herrschte. Endlich kamen sie an eine Felsenhöhle, in der das entzückte Ohr der beiden das Murmeln einer Quelle hörte. Vor dem Felsen aber saß ein Mann von so strengem und gebieterischem Aussehen, dass die Gesellen nicht wagten, näher zu treten, sondern ehrerbietig in einiger Entfernung stehen blieben. Der Wächter des köstlichen Wassers, denn das war der Mann, schien sich ebenso wenig um die beiden zu bekümmern, sondern las, ohne aufzusehen, in einem großen Buche. Ihm zur Seite ruhte ein fabelhaftes Tier, das fast wie ein Löwe aussah, aber auf jeder Seite des Körpers große Flügel hatte. Der Anblick dieses Geschöpfes aber flößte den armen Gesellen fast ebenso große Angst ein wie der des alten Mannes. Nachdem sie so einige Zeit gestanden hatten, überredete der Handschuhmacher seinen Freund Schneider, er solle den Anfang machen und den frommen Zauberer begrüßen. »Denn«, sagte er, »ich bin ein armer, unbehilflicher Mensch«, »du aber hast dein ganzes früheres Leben mit vornehmen Leuten verkehrt und wirst wohl wissen, wie du dich selbst einem Zauberer gegenüber zu benehmen hast.« Der Schneider, durch das Kompliment geschmeichelt, strich sich das Haar empor, das ihm der Angstschweiß auf der Stirne festgeklebt hatte, und trat dem Zauberer näher. Da er hierbei absichtlich mehr Geräusch machte, als nötig war, so blickte der Zauberer auf und fragte mit strengem, aber doch freundlichem Blick, »Was wollt ihr?« Die beiden, die nichts anderes erwartet hatten, als dass der Zauberer in schrecklichen Zorn geraten würde, weil sie ihn in seiner Beschäftigung gestört hatten, fühlten sich durch diese Anrede ermutigt und trugen ihr Anliegen vor. Zuerst begann der Schneider, seinen früheren Lebenslauf zu erzählen. Und da er das mit so seltener Offenherzigkeit und Genauigkeit tat, so kam ein ganzes Register von merkwürdigen Betrügereien und Schlechtigkeiten zum Vorschein. Da hatte er die Hälfte des Tuches, das seinem Kunden gehörte, für sich behalten und von dem übrig gebliebenen Stück natürlich die Kleider so eng gemacht, dass sie schon in den ersten 4 Wochen platzten. Ein andermal hatte er feines Tuch gegen grobes verwechselt, hatte ungebührlich viel für Futter, Knöpfe und sonstiges Zubehör angerechnet, hatte bei den Neujahrsrechnungen immer einige Posten mehr aufgeführt und sich obendrein noch beim Zusammenzählen stets verrechnet, aber nie zu seinem Nachteil. Kurz, er konnte mit Erzählen der vielen Streiche, die er begangen hatte, kaum fertig werden. Das Sündenregister des Handschuhmachers war noch bei weitem größer als das seines würdigen Gefährten. Wenn er auch bei seinem Geschäft weniger hatte betrügen können und die Leute nur dadurch schnellte, dass er schlechtes Leder zu seinen Handschuhen nahm und die Knöpfe nicht gehörig annähte, so hatte er sich nebenbei aufs Gröblichste vergangen, indem er gar zu oft lange Finger gemacht hatte. Der fromme Zauberer hörte mit Erstaunen und wachsendem Zorn diesen Bekenntnissen zu. Und man konnte deutlich an seinen Stirnrunzeln gewahren, dass er über die Schlechtigkeit der Menschen sehr erzürnt sei. Freilich legte sich sein Grimm etwas, als ihm der Schneider von der 7-jährigen Buße erzählte, die sie getan hatten. Dennoch schüttelte er am Ende zum großen Entsetzen der beiden den Kopf und sagte, »Euch kann nicht verziehen werden. Ich finde euch in der Tat nicht würdig genug, um vom Wasser des Lebens zu genießen.« Bei dieser Entscheidung fielen die beiden auf ihre Knie nieder und jammerten laut, ohne das Herz des Zauberers zu erweichen. Dieser dachte einen Augenblick nach, hielt ihm nochmals die Sünden ihres vergangenen Lebens vor, so wie sie ihm ins Gedächtnis geblieben waren, und sagte alsdann, »Nein, ich versichere euch, eure Vergehen sind zu groß, als dass sie vergeben werden könnten.
und ich werde euch ebenso wenig zu dem Quell des Lebens lassen, als das Wasser dem Lauf der Natur zuwider über die Brücke fließen wird. Du, wandte er sich zum Handschuhmacher, könntest mit deinem roten, glühenden Gesicht, das du deinem früheren Sündenleben zu danken hast, ohnehin nicht zu der wunderbaren Quelle treten, denn sie würde wahrscheinlich bei dieser heftigen Glut augenblicklich versiegen. Nach diesem schrecklichen Bescheid, der alle Hoffnung des unglücklichen Paares vernichtete, fielen die beiden der Länge nach auf den Boden und begannen bitterlich zu weinen. Da sie in diesem Augenblick, um Trost zu suchen, ihre Köpfe gegeneinander wandten, so flossen ihre reichlich strömenden Tränen, statt die Wangen herab, auf dem gewöhnlichen Wege, quer über die Nasen und bildeten von da einen ziemlichen Wasserfall auf die Erde. Als der Zauberer, der eine Weile nachgedacht hatte, diese heftige Reue der beiden gewahr wurde, wurden die strengen Züge seines Gesichtes freundlicher. Man sah es deutlich, dass er sich an der Zerknirschung der armen Sünder erfreute. Denn er erhob sich, trat zu ihnen hin und ermunterte sie mit freundlichen Worten aufzustehen, indem er zu ihnen sprach: Freut euch, alle Not hat nun ein Ende. Ich sehe, dass ihr euer vergangenes Leben bitter bereut. Und deshalb könnt ihr den Quell des Lebens genießen. Umso mehr, da mir der Himmel ein Zeichen gegeben hat und meine Bedingung erfüllt, indem das Wasser eurer Tränen über die Brücke eures Gesichtes, die Nase, geflossen ist. Doch eine Schwierigkeit wäre noch zu überwinden, nämlich dein rotes Gesicht, o Handschuhmacher, abzukühlen und zu bleichen. Ich kenne die Flammen, die sich darauf abspiegeln, und weiß, dass sie schwerer zu löschen sind als irgendein anderes Feuer, das da brennt im Himmel und auf Erden. Es ist kein Wasser, kein irdisches Eis dazu kalt genug. Nur ein Versuch wäre noch zu machen. Es ist bekannt, je höhere Berge man besteigt, je strenger wird die Kälte. Und diesem Grundsatz zufolge besteht die Scheibe des Mondes, der dort hinter den Tannen hervorkommt, aus einem so entsetzlich kalten Stoff, dass das Eis der Erde wie siedendes Wasser dagegen ist. Nur dort also wäre der Versuch zu machen, dein brennendes Gesicht abzukühlen. Die beiden hörten diese lange Rede des Zauberers mit großem Wohlgefallen an, trockneten ihre Tränen und würden sich noch mehr gefreut haben, wenn der Abkühlungsprozess mit weniger Schwierigkeiten zu erlangen gewesen wäre. Doch da der Zauberer sich nun einmal ihrer angenommen hatte, so half er den beiden reuigen Sündern auch über diese Klippe hinweg. Er rief das fabelhafte Tier herbei, das an seiner Seite lag, und befahl dem Handschuhmacher, den Rücken des Tieres zu besteigen. Hierauf sprach er einige sehr gewichtige Zauberworte, und der Greif breitete seine Schwingen aus und flog mit seinem Reiter unglaublich schnell dem Monde zu. Der Schneider hatte seine Hände gefaltet und sah seinem Freunde nach. Jetzt hatte dieser den Mond erreicht und drückte sein Gesicht an die helle, leuchtende Scheibe. Da zischte es gewaltig auf, und dem Schneider fuhr ein Stich durchs Herz. Denn es war gerade wie das Zischen eines Bügeleisens, wenn es wohl früher den Versuch gemacht hätte, ein zu arg beschnittenes Stück Tuch etwas in die Länge und Breite zu bügeln. Jetzt rauschte der Greif wieder herab, und der Schneider konnte seinen Zucken nicht mäßigen, als er seinen Freund wohlbehalten und mit ganz gebleichtem Gesicht wieder herunterkommen sah. Sie fielen sich aufs Neue in die Arme, und nachdem sie sich gegenseitig genugsam betrachtet hatten, schickten sie einen dankbaren Blick zum Monde hinauf, dessen kaltes Eis die Flammen von dem Gesichte des Handschuhmachers hinweggenommen hatten. Doch wie ward ihnen, als sie die leuchtende Scheibe betrachteten, die vor wenigen Augenblicken noch so klar und ohne Flecken gewesen war, und als sie sahen, dass sich das glühende Gesicht des Handschuhmachers so darin abgedrückt hatte, dass man deutlich Nase, Augen und Mund erkennen konnte. Der Zauberer ermangelte nicht, ihn diesen Anblick nochmals als Beispiel aufzustellen, wie fast unvertilgbar das Feuer sei, das die Sünde in ein Menschengesicht zeichnet. Dann führte er sie in die Höhle, reichte ihnen das Wasser des Lebens
und entließ sie mit mancher guten Lehre. Schließlich versicherte mir mein Großvater, als er diese Sage erzählte, dass die Gesellen nie wieder in ihre alten Fehler verfallen wären und dass bis auf den heutigen Tag von ihren Nachkommen noch all die ehrlichen Schneider und Handschuhmacher herstammten, die kein Tuch in die Hölle fallen ließen, keine zu großen Neujahrsrechnungen machten und die an ihren Handschuhen von gutem Leder die Knöpfe recht festnähten. Auch führte er mich darauf ins Freie und zeigte mir das Gesicht der Monde, wie es seit jener Begebenheit bis auf den heutigen Tag noch zu sehen ist. Thank you.